Hallo liebe Rudoka, heute zeige ich euch, wie man eine relativ wurffeste Wurfpuppe bauen kann oder einen Wurfdummy. Dafür benötigt ihr zwei zusammengerollte Handtücher, schön aufpassen, dass sie ordentlich zusammengerollt sind, sonst wird es problematisch, ein paar Decken oder Kissen, je nachdem, was ihr gerade zu Hause rumliegen habt, und ein paar Seile oder alte Gürtel, die ihr rumliegen habt von einem alten Rang, von alten Prüfungen, was auch immer. Natürlich benötigt ihr eine Jacke, besten Fall eure. Ihr müsst euch selber keine Jacke anziehen, weil, nun ja, die Puppe wird euch nicht werfen. Und zu guter Letzt ein Behältnis für all eure Feinde, beziehungsweise diesmal ein Behältnis für alle Decken und Kissen, die ihr gerade so zu Hause rumliegen habt. Ich nehme jetzt einfach diesen Haufen Decken und stopfe den erstmal hier einfach in die Mülltüte rein. Das ist eine Vorbereitung für etwas, was wir gegen Ende brauchen werden für die Puppe. Einfach kurz rüberstülpen. Zack, ist die Tüte gefüllt. Ganz normal binden wir das Ganze zu. Falls ihr später die Tüte nicht mehr aufbekommt, weil ihr sie zu festgebunden habt, kein Problem, Plastik kann man zerschneiden und dann kommt ihr immer noch an die Decken und Kissen ran. Nur darauf aufpassen, dass ihr nicht zu tief schneidet. Das ist gemacht, kümmern wir uns nun um die Arme der Jacke. Dafür brauchen wir das zusammengerollte Handtuch bzw. zwei Stück an der Zahl und nehmen uns einen alten Gürtel oder ein altes Seil. Ungefähr die Hälfte des Gürtels wird in die Mitte des Handtuchs gelegt. Das Handtuch wird daraufhin um den Gürtel herum gefalten, so dass ihr ein Handtuch schön dick, ungefähr so dick wie die Oberarme eurer Gegner, eurer Mittrainierenden habt. Dieser Oberarm wird dann in die Jacke reingestopft. Zack, wir bleiben schön bei der Schulter hängen, weil wir wollen ja nicht, dass das Ganze hier zu groß wird. Und dann haben wir hier den Gürtel immer noch raushängen. Den Teil, der raushängt, legen wir nun zusammen mit dem zweiten Handtuch. Wir gehen einmal oben rum, einmal unten rum, gehen einmal hier um das Handtuch herum, machen das Ganze schön fest und dann verknoten wir es miteinander. Einmal hier, einmal da. Ganz normale Knoten reichen schon bereits. Wer denkt, dass das später wieder auseinandergebaut bekommt, kann einen Doppelknoten machen. So, wieder falten wir hier das Handtuch zusammen und stecken es in den Oberarm. Wunderbar. Unser Wurfdummy hat schon ordentlich zugelegt, aber es fehlt noch ein bisschen der Körper. Wie wir den Körper machen? Ganz einfach. Unsere vorbereitete Plastiktüte hilft uns dabei. Einen ordentlichen Wanst, den hat eigentlich nur der Trainer. Jedoch hat jetzt auch der Wurfdummy einen ordentlichen Wanst. Aber natürlich würde der Beutel einfach ausfallen, wenn wir den jetzt einfach zubinden. Dementsprechend wieder auf damit, schnappen uns nochmal einen Gürtel und dann binden wir einmal den Gürtel um den Sack herum. Zacks. So, und wieder einen schönen Knoten setzen. Das Ganze soll ja schließlich auch halten. So, jetzt haben wir einfach nur einen Gürtel um den Sack rum. Wie hält das das fest? Ganz einfach, gar nicht. Und da der eine Gürtel nicht reicht, machen wir es jetzt wie bei einem Paket und setzen einen Gürtel hier unten oben durch und einen Gürtel auf der Rückseite hintenrum um den anderen Gürtel. Das lässt uns mit zwei offenen Enden übrig, die jeweils hier oben sind. Diese zwei offenen Enden müssen nicht unbedingt gleich lang sein. Es geht so, wie es ist. Und wir legen den Beutel schön rein. Da wir vorher die Handtücher zusammengebunden hatten, haben wir jetzt hier immer noch die Gürtel vom Anfang drin. Und diese Gürtel binden wir jetzt einfach so eng wie möglich, so verknotet, so fest wie möglich. Dann einfach den weiteren Gürtel. Einmal und zweimal. Habt ihr noch ein bisschen was übrig? Kein Problem. Einfach hier durchfädeln
Und wir machen das Ganze doppelt fest. Einmal. Und zweimal. Wunderbar. Das sieht schon ordentlich fest aus. Eine Sache müssen wir jedoch noch tun, bevor wir unserem Partner endlich den Gürtel geben können. Mit etwas dünneren Seilen die Arme absichern, damit sie uns hier nicht aus den Ärmeln rausrutschen. Einmal kurz nach vorne rutschen. Darum legen, wo das Handtuch endet. Ganz wichtig, so bleibt es fest. Und dann wieder einen ganz normalen Knoten. Von mir aus auch eine Schleife. Dann sieht es vielleicht ein bisschen hübscher aus. Und festziehen. Das Ganze noch einmal. Knoten. Und festziehen. Vielleicht auch nochmal einen drum geben und auf der anderen Seite wiederholen. Wir wollen ja, dass das Ganze länger hält. Wir wollen den Partner ja nicht nur einmal werfen, sondern, was weiß ich, 50 Mal, 60 Mal, je nachdem, wie viel Übung man braucht. Denn zu viel Übung schadet nie. Und noch ein letzter. Zack. Wunderbar. Ein Arm ist zu. Kümmern wir uns nun um den zweiten Arm. Wir binden das einfach wieder zu. Einer hier durch. Hoppala. Einer hier durch. Und einer dadurch. Und wieder auf der anderen Seite nochmal einen Knoten setzen. Einmal hier. Und einmal da. So, ihr habt das Gefühl, es ist fest. Sehr schön. Freut mich für euch. Dann kommen wir nun zum letzten Schritt. Ihr nehmt euren Gürtel, euren Rang und legt ihn an die Puppe an. Einmal oben rum, einmal unten rum. Und hier ist es auch ganz interessant für die Jüngeren und die Anfänger von uns. Diese Puppe eignet sich super, um zu üben, wie man den Gürtel richtig anlegt. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr nun ja hintenrum anfangt, eigentlich, zweite Lage setzt, dann in der Mitte den Gürtel festhaltet und das obere Ende vom Gürtel obenrum unter beide anderen Lagen durchsteckt. Wichtig, keinen Falten da reinsetzen. Dann nehmt ihr den oberen Teil vom Gürtel, der jetzt noch oben ist, legt den unteren Teil einmal drüber. Und dann zieht ihr es fest. Und wunderbar, schon haben wir unseren hochfesten Damm. Das war's. Hiermit verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Wurf.